Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch. Auch ein herzliches Willkommen an jene Leute und Fans, die wieder via Livestream im Internet dabei sind. Das ist dann auch gleich meine Bitte, wenn wir dann nachher Fragen haben. Der Kollege Philipp Marx hat ein Mikro, dass auch die Leute zu Hause dann die Fragen mitbekommen. Den Franz Wohlfahrt, der im Vertragsgespräch unterwegs ist, darf ich heute entschuldigen. Ich freue mich, dass ich nach längerer Zeit auch heute wieder mal hier sein kann, dass sich das bei mir terminlich ausgegangen ist. Wir freuen uns morgen auf das vorletzte Heimspiel der letzten Saison, der aktuellen Saison gegen den SV Ried. Ein sehr wichtiges Spiel, glaube ich, für beide Mannschaften. Derzeit sind knapp über 6.000 Karten bereits abgesetzt. Wir haben uns aber ein, glaube ich, sehr tolles Rahmenprogramm für die Austria-Familie für morgen einfallen lassen. Erstens einmal startet es am Nachmittag schon für unsere Violetten Löwen. Das sind unsere Kindermitglieder ab 13 Uhr im Wiener Prater mit dem jährlichen Löwenfest. Dort werden auch Spieler vor Ort sein. Lukas Venuto, erstmals nach seiner Verletzung. Und die Kinder fahren dann gemeinsam mit der Lilliputbahn hierher zum Happelstadion und dann natürlich auch beim Spiel um 18.30 Uhr zu Gast sein zu können. Dazu gibt es morgen auch wieder unsere Schulaktion und wir freuen uns, dass wir zusätzlich zu den Violetten Löwen über 1100 Anmeldungen schon haben und die Kinder sicherlich wieder toll die Mannschaft unterstützen werden. Diese Schulaktion ist wirklich ein großer Erfolg. Wir wissen jetzt schon, dass wir für das letzte Heimspiel gegen Salzburg über 3000 Anmeldungen haben. Also wir freuen uns wirklich sehr, dass viele Kinder und Jugendliche dieses Angebot annehmen und unsere Mannschaft unterstützen wollen und werden. Und was wir natürlich auch morgen noch einmal im Stadion machen werden, ist, dass wir unser Doppelabo für die nächsten beiden Saisonen, das wir am Mittwoch exklusiv unseren Mitgliedern vorgestellt haben und auch danke an die Kollegen, die das dann auch medial ab Mittwoch aufgenommen haben, hier im Stadion noch einmal unseren Fans vorstellen können. Normales Abo für die nächste Saison, das Doppelabo für beide Saisonen im Happel und die erste in der neuen Generalarena und für die besonders treuen das 10-Jahres-Abo. Alle Unterlagen finden Sie hier in der Presseunterlage beziehungsweise dann natürlich auch morgen im Stadionheft und wir glauben, dass wir hier für die Austria-Familie attraktive Pakete geschnürt haben. Wir haben aber auch morgen natürlich leider die traurige Verpflichtung, dass wir für den verstorbenen ÖFB-Ehrenpräsidenten und Austria-Ehrenmitglied und langjährigen Gönner, Sponsorvertreter Beppo Mauhardt natürlich zu Spielbeginn eine Trauerminute abhalten werden und wollen, um hier die letzte Ehre zu erweisen. Es ist also viel los, was das Rahmenprogramm betrifft. Ich darf aber jetzt gleich an unseren Cheftrainer, den Thorsten Fink, weitergeben, der uns wie immer die letzten sportlichen News gibt vor diesem so wichtigen Spiel morgen Abend. Ja, die letzten News. Wir spielen gegen SV Ried. SV Ried ist im Moment in einer guten Verfassung, hat in Salzburg einen Punkt geholt und auch erst zum Schluss das Ausgleichstor bekommen. Sie haben das Heimspiel gewonnen, das heißt, sie kommen mit einem Selbstvertrauen hierhin. Sie sind eine Mannschaft, die unter dem neuen Trainer einen hervorragenden Fußball spielt. Das haben wir gesehen, sie sind sehr gut organisiert und sind auch sehr gefährlich und haben neu Selbstvertrauen getankt. Nun wissen wir aber, dass wir auch Selbstvertrauen getankt haben, aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Darunter waren auch das Derby, Sturm Graz und auch in Altach und von daher sind wir mit der Punktausbeute sehr zufrieden. Trotzdem wissen wir, dass wir noch nichts erreicht haben, dass wir ein sehr, sehr schwieriges Spiel haben gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt und das sind ja bekanntlich immer die schwersten Spiele am Ende einer Saison gegen eine Mannschaft zu spielen, die gegen den Abstieg spielt und von daher müssen wir auf der Hut sein, wir sind gewarnt. Wissen aber trotzdem, dass wir auch eine gewisse Stärke in der Mannschaft haben, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen natürlich diese Chance nutzen, wenn Sturm gegen Altach gegeneinander spielt und wir ein Heimspiel gegen Ried haben, um das auszubauen, um dem Verein so schnell wie möglich auch so nah wie möglich an diese Ziele heranbringen. Das ist natürlich unser Ziel. Gesperrt und Verletzte. Es sind keine neuen Verletzte dazugekommen, außer Marcinko, der nicht spielen kann. Die Gesperrten wissen Sie ja, denke ich, selber. Die müssen wir ersetzen. Links spielt dann der Sala, De Paula wird spielen. In der Innenverteidigung kommt Rotpuller für Filipovic rein. Und es sitzen ein paar junge Leute wieder auf der Bank, was uns natürlich auch
freut, wenn auch mal junge Spieler wieder auf der Bank sitzen. Das ist ja auch eines unserer Ziele. Und gehen wir das an das Spiel und versuchen es zu gewinnen. Vielen Dank, Thorsten. Ihre Fragen bitte. Bitte mit dem Mikro. Dankeschön. Es gibt ja auch Zeit, wenn man immer abseits des Platzes steht. Also man schien gerade. Zwei Fragen. Wie steht der Trainer dazu? Gibt es neue Erkenntnisse oder neue Informationen, was da genau passiert ist? Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass Marcinko jetzt nicht der Täter ist, sondern das Opfer, den man geschlagen hat. Ich weiß aber nicht den genauen Hintergrund, weil wir haben ihn jetzt persönlich noch nicht gesehen. Und es ist, glaube ich, ganz gut, erstmal mit dem Spieler persönlich zu reden, unter vier Augen, unter sechs Augen mit dem Verein zusammen, mit den Verantwortlichen, um wirklich zu wissen, was ist wirklich passiert. Unsere Information ist, dass er sich nicht geschlagen hat, sondern dass er geschlagen wurde. Über die Uhrzeit muss man natürlich reden, das ist ganz klar. Es war sein trainingsfreier Tag, aber nochmals, wir wollen jetzt erstmal mit dem Spieler persönlich über diese Sache reden. Jetzt gilt unsere Konzentration einfach das Spiel erstmal morgen und können uns jetzt erstmal nicht mit den negativen Dingen beschäftigen, die drumherum passieren. Somit ist auch alles gesagt, es gibt keine weiteren Erkenntnisse. Ich glaube, der Thorsten hat das sehr klar auf den Punkt gebracht und ist auch Linie des Clubs. Gibt es seitens des Clubs trotzdem irgendeine Konsequenz oder ist man mit dem Ausfall, wenn man die Saison endet oder vielleicht mit einer Verletzung in der Vorbereitung damit nicht geschafft? Haben wir gerade gesagt, wir wollen erst mit dem Spieler darüber reden und das ist, glaube ich, das, was wir gerade kommuniziert haben. Und danach können wir uns vielleicht mal nach dem Spiel unterhalten. Ist das schon ein Risiko? Konnte man das in drei, vier Tage trainieren? Wird man sehen? Oder? Ja, auf jeden Fall konnten wir mit diesen Leuten trainieren, natürlich. Salah ist ja jetzt auch nicht, hat ja auch in der Europa League Quali gespielt gegen Astra Giorgio von Anfang an. De Paula von Anfang an gespielt in der Europa League Quali gegen Astra Giorgio. Wir haben dort auch gewonnen und von daher ist es jetzt nicht ganz dramatisch, aber es ist natürlich immer schon, die Automatismen fehlen natürlich, wenn drei Spieler in der Abwehr fehlen und dass man neue einbauen muss. Aber grundsätzlich gilt das Vertrauen dieser Spieler und ich bin guter Dinge, dass sie ihre Arbeit und ihre Leistung bringen. Ich möchte nochmal ganz kurz auf Christian Marcinko zurückkommen. Wie hat das die Mannschaft aufgenommen, hat sie in der Mannschaft gesprochen? Natürlich in den letzten Trainingseinheiten kann ich mir schon vorstellen, dass das Thema weiter. Auf jeden Fall hat man das mit der Mannschaft auch kurz besprochen, weil es gibt ja gewisse Dinge, die darf man nicht, die sollte man machen, die sollte man nicht machen, weil man ja auch irgendwo nach außen in dem Verein vertritt. Und natürlich haben wir das nochmal angesprochen, was nochmal die klaren Regeln nochmal, falls es einer noch nicht gehört hat, in allen Sprachen. Und dann, das war es eigentlich, also ist jetzt nicht, jeder ist natürlich irgendwo bisschen, nicht mitgenommen, aber jeder weiß das und sensibilisiert für dieses Thema und ja, und jetzt besprechen wir das erstmal mit ihm. Ja. Weil du gesagt hast, die klaren Regeln angesprochen, in diesem Fall ist es für dich die Uhrzeit, die das im Gemahnen gibt und vielleicht die Regel gebrochen. Ja. Wie gesagt, wir wollen das alles erst besprechen, wenn wir mit ihm geredet haben. Natürlich gibt es Verträge und in den Verträgen steht auch drin, was die Spieler zu tun und zu lassen haben. Das ist ganz klar. Es gibt auch ein paar Dinge, die stehen nicht in den Verträgen. Und für mich ist es klar, dass ein Fußballprofi ja auch nicht leben kann, wie er will, sondern es gibt gewisse Dinge, wann man zu Hause sein muss oder nicht. Aber man hat natürlich auch freie Tage. Und ja, es sind ja auch Menschen. Auch die Gefahr hin, dass er lästig wird, was sonst jetzt zum Gericht ist, sei nicht mehr ein Austauschspieler dabei gewesen, sondern auch die Gefahr ganz weit. Wenn es Gerüchte sind,
Wir wissen, dass wer da war. Aber es geht ja auch darum, einige Spieler sind halt eher gegangen, einige Spieler sind später gegangen. Okay, eine sportliche Frage. Was macht einem mehr Sorge? Dass man in der Verteidigung zu einer großen Umstellung gezwungen ist oder dass man vorne im Moment wieder mal das Problem mit der schnellen Chancen auswählt? Wie Sie in manchen Spielen zeigen, dass das Spiel entscheidend ist? Ja, jede Mannschaft der Welt sollte ihre Chance nutzen, das haben wir jetzt bei Real Madrid gesehen. Ich glaube, dass es auch eine individuelle Klasse war von Benzema, wie er sich durchgesetzt hat, und dass die erste Chance gesessen hat. So ist es bei uns auch und bei jeder anderen Mannschaft auch. Wir haben in dem vorletzten Spiel, waren wir sehr effektiv, in dem letzten Spiel hätten wir gleich die ersten drei Chancen nutzen müssen. Schauen wir, was ist morgen. Ich glaube, dass unsere Offensive sehr gut drauf ist, also Chancen muss man sich immer erst erarbeiten und bin eigentlich da sehr, sehr zufrieden, weil Larry arbeitet sehr, sehr konzentriert und wie gesagt, beim letzten Mal auch in Mattersburg und so weiter hat er sofort seine erste Chance genutzt. Das gibt keine Tendenz im Moment, dass es sehr positiv ist oder sehr negativ, sondern Fußball kann morgen so oder so laufen mit der Chancenverwertung. Davon, dass der Vortrag über diese Verhaltensregeln, die im Profifußballmannschaft gibt, sind abseits des Fußballplatzes noch einmal neu besprochen worden, war es ein Thema von Ihrer Seite, dass der Pass beim Spieler, beim Spielaufbau, der in dem Fall in die Tiefe vor der Mittellinie geht, dass der nicht beim Gegner landen sollte, wie es eben zum Beispiel nur eins Martin Holzhauser, der in die Erde ankommt und passiert ist. Ist das, wo man als Trainer dann nochmal sagt, das ist genau das, was ich immer wieder predige, was immer wieder trainiert wird. Und wenn es dann mal nicht klappt, ist die Wirkung sofort sichtbar, um das noch einmal klar zu machen, weil Ried, deswegen, weil Ried eine Spielanlage hat, die zum Beispiel etwas, die sehr spielerisch weiterentwickelt sind, wo genau sowas wieder passieren könnte. Nochmal, wir sind, Raphael Holzhauser hat mal einen Fehler gemacht, muss aber nicht gleich zum Tor führen, weil er war klar zu verhindern. Und wenn man Verantwortung übergibt und Verantwortung übernimmt, dann darf man auch mal einen Fehler machen. So ist es im Fußball. Ja, ja, das war schon klar, aber war von Ihnen noch einmal als Trainer, weil man spielt gegen einen Gegner. Schauen Sie, wir analysieren jedes Spiel. Und werden auch die Fehler analysieren, weil wir nicht die Fehler unter den Scheffel kehren, sondern weil wir realistisch unsere positiven und negativen Dinge angehen. Dieser eine Pass ist halt nicht angekommen, abgerutscht, hat ja jeder gesehen. Dafür können wir Trainer nichts und dafür kann nur der Spieler was. Wir können aber auch nichts dafür, dass der Holzhauser aus 30 Metern einen Freistoß in den Winkel haut. Das ist seine Qualität. Also für beides können wir nichts für und da ist er für verantwortlich und wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen unserer Mannschaft in diesem Jahr und darum geht es und sprechen Fehler klar an und auch die positiven Dinge. Ist damit das beantwortet? Gibt es noch weitere Fragen? Da ganz hinten, ja. Was fehlt noch? Er denkt noch mal. Was in den letzten Minuten ein bisschen untergegangen ist, man kommt die SV Ried, ein Gegner, der in meiner persönlichen Wahrnehmung nicht spielt, wie entschlusslich. Was werden Sie Ihre Mannschaft planen? Teilen Sie meine Einstellung? Und worauf jetzt mal ankommen, dass man die drei wichtigen Punkte kauft und den Vizemeistertitel, der ja auch mit einem längeren Schulter bedeutet, wenn er. Ja. Also ich sehe es genauso wie Sie, dass SV Ried nicht spielt wie ein Absteiger. Sie spielen einen hervorragenden Fußball, spielen auch nicht nur tief und warten, was der Gegner macht, sondern sind aktiv und wollen was machen. Wir haben die Spiele ja auch analysiert von Ried und wie gesagt, wir treffen auf eine Mannschaft, die gut ist, die nicht spielt wie ein Absteiger und darauf sind wir vorbereitet. Das heißt, wir müssen unsere Leistung bringen, wir müssen schauen, wo sind die Schwächen dieser Mannschaft, wie spielen sie, weil sie haben im letzten Spiel 4-3 gespielt, davor 4-2-3-1 und
Das ist immer wieder ein Unterschied, eine Kleinigkeit, um zu sehen, wo sind die Räume, um da reinzuspielen und so weiter. Und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt nur hinten reinstellen werden. Ich glaube, dass wir top arbeiten müssen für die Defensive, dass wir nicht denken, wir haben jetzt hier 70% Ballbesitz und warten nur, wo ist die Lücke, wie müssen wir den Gegnern ausspielen, sondern ich glaube, dass es ein recht offenes Spiel wird, dass sie auch wissen, dass sie Stärken haben und wir aber auch wissen, dass wir Stärken haben und wir müssen schauen, dass wir genauso defensiv arbeiten, wie das in den letzten Spielen war, wo wir in den letzten 4 Spielen, glaube ich, nur ein Tor bekommen haben. So muss man arbeiten, wie gegen eine Mannschaft, die wie Sturm Graz, die oben mitspielt und die auch nach vorne ihre Waffen hat. Anscheinend hat die Mannschaft sich gefunden. Aber nochmals, wir sind auch in der guten Verfassung und müssen schauen, dass wir unsere Leistung bringen. Da hinten noch. Eine Frage an Trainer Fink. Man hat jetzt die letzten Tage mit 2 Perspektivspielern die Verträge verlängert, David Kanchola und Mirko Groß. Mhm. Was zeichnet die beiden aus und hat das David, was man da in der Ostliga gewonnen hat, jetzt eine entscheidende Wirkung gehabt? Also wirklich vor allem von Mirko Groß und selber. Nee, das stimmt, das hat aber keine Auswirkungen auf die Weiterverpflichtung der Spieler gehabt, weil ich glaube, dass der Verein langfristig plant und nicht kurzfristig, wenn einer mal ein gutes Spiel macht, sofort einen Vertrag machen, wenn einer ein schlechtes Spiel macht, sofort wieder auflösen. Sondern ich glaube, dass die Spieler schon länger gute Leistungen bringen und dass wir sehr gut sehr zufrieden sind mit der Entwicklung dieser Spieler und deswegen haben wir sie für uns behalten. Schanschula ist ein laufstarker Spieler, technisch gut, aber da sehen wir viel Potenzial drin, müssen wir schauen, ob er es dann auch schafft, weil das schon ein Unterschied ist zur ersten Mannschaft. Aber wir sehen dort gute Anlagen und bei Mirko Kos, schade, dass der Franz Wohlfahrt nicht hier ist, um über Stärken und Schwächen von ihm zu reden, aber ich denke, dass er ein hoffnungsvoller Spieler ist für die Zukunft und deswegen wurde er dort auch verlängert. Martin, nachdem ja diese Jahreszeit auch Planungsphase parallel zu den Spielen stattfindet, gibt es hier eine Erkenntnis, ja, er ist auf dem Weg der Besserung, er war ja verletzt und wird sicherlich im Juni noch nicht spielen können oder Juli, das ist für uns klar, aber wir sind frohen Mutes, dass er wiederkommen wird, dass er wieder zu seiner Leistung zurückfinden wird. Nur dauert es halt jetzt ein bisschen länger, dadurch, dass er nochmal nachoperiert wurde, dauert es halt ein bisschen länger als geplant. Aber ich glaube, Osman hält hervorragend, ist ein sicherer Rückhalt. Jeder hat irgendwo einen Rückhalt hinten und spürt das auch in der Mannschaft, dass er super drauf ist und wird immer, ich muss sagen, er wird auch immer stärker, immer selbstsicherer und uns gefällt seine Entwicklung auch. Gut, damit scheinen alle Fragen beantwortet zu sein. Herzlichen Dank. Wir freuen uns morgen auf ein tolles Spiel und stärken Sie sich noch im Buffet. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke.